Jin! Wo ist der Khan? Nach Norden. Ich soll ihm hier den Kopf des Geists bringen. Dann hol ihn dir. Nein. Ich hätte dich töten können. Doch ich überzeugte den Khan, dir eine Chance zu geben. Er brachte Tucker um. So wie du meine Männer. Ich verlor alles. Außer dich. Besiegen wir die Mongolen gemeinsam. Nach allem, was du getan hast! Sag allen, ich war dein Spion. Um das Vertrauen des Khans zu gewinnen. Den Geist glaubt man. Halt! Du warst mein längster Freund, Ryuzo. Ergib dich. Und steh zu deinen Taten. Für uns beide. Ich kann nicht. Du hättest dich ergeben sollen. Dein Onkel wird mich nicht töten. Du hältst mich nicht auf, Ryuzo. Das Gift. Du brichst den Eid deines Onkels. Du ließest mir keine Wahl. Ich vergebe dir nie. Leb wohl, Ryuzo. Die Burg gehört euch. Der Khan marschiert nordwärts. Wir können ihn abwehren. Ihr habt mir getrotzt! Ich tat, was ich musste. Für sie. Wollt ihr etwa so in Erinnerung bleiben? Er hat uns verteidigt. Und Angst und Chaos verbreitet. Es ist Krieg. Und ihr benehmt euch wie der Feind. Das ist nicht unser Weg. Euer Weg rettet unser Volk nicht. Der Shogun wird einen Kopf fordern. Doch es muss nicht eurer sein. Ich weiß, sie trieb euch dazu. Onkel. Schwört dem Geist ab. Schreibt doch ihr diese Gräueltat zu. Sagt ihm, ihr seid Jin Shimura, treuer Diener des Shoguns.
mein Erbe. Mein Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Ich bin der Geist. Und dafür wird man euch richten. Finde den Khan. Für Taka. Geht! Was wollt ihr? Fürst Shimura hat euch Sake geschickt. Zum Dank für die Rückeroberung seiner... Bewache den Gefangenen. Der geht nirgends hin. Wenn ihr wartet, trinken eure Freunde alles allein. Ich habe nur Wasser getrunken, seit wir hier gekommen sind. Ihr habt ihn euch verdient, mein Herr. Kenji, was tut ihr da? Wonach sieht es aus? Los jetzt! Wenn ich fliehe, kann ich unser Volk nicht vereinen gegen den Khan. Mein Onkel wird mir nie mehr trauen. Wenn ihr bleibt, schickt er euch zum Shogun zur Verurteilung. Die Befehle kamen gerade an. Das Volk braucht euch, Fürst Sakai. Yuna braucht euch. Wo ist sie? Im Norden, folgt dem Khan in die frostige Ödnis. Sie hat euer Schwert. Sie wartet auf den Geist. Vergib mir, Onkel. Findet Masako, Norio und Sensei Ishikawa. Bringt sie nach Omi. Yuna und ich öffnen den Pass und ihr stoßt zu uns. Sie wartet in Kin mit eurer Ausrüstung am heiligen Baum. Euer Pferd ist in den Ställen draußen. Laut einer Dienerin ist beim Tor ein Stück Zaun beschädigt. Dort könnt ihr hinausschleichen. Ich lenke die Männer draußen ab. Aber ich will nicht hier sein, wenn sie merken, dass ihr fehlt. Danke, Kenji. Wie schmeckt euch der Sake, meine Herren? Gehört, dass er heute Abend eine Rede vor dem Hauptgebäude hält. Bin ich sicher? Hoffen wir es. Wer sie getötet hat, das ist kein Mensch. Ihr seid der Geist. Seid leise, bitte. Da vorne ist ein Stück Zaun kaputt, mein Herr. Bestimmt könnt ihr dort hinaus. Danke. Keine Sorge, wir halten alle zu euch. Des Khans plündert die nördlichen Präfekturen. Der Krieg ist nicht vorbei. Kage.
Fürst Sakai ist geflohen! Sucht überall! Findet ihn! Hat ihn jemand gesehen? Vielleicht ist er nach Norden. Ihr beiden, sattelt auf! Der Rest von euch, Angst vor! Sie sagte, Yuna wäre beim heiligen Baum. Ha, keine Waffen. Ich muss mich versteckt halten. Ist nicht hier. Doch diese Menschen. Sie waren bestimmt Opfer der Mongolen.
keine Wunden. Setzen Sie es gegen uns ein. Mukus, Martinik! Sie haben mich vergiftet. Ich kann sie im Sturm abschütteln. Zum Glück bist du wieder wach. Ganz deiner Meinung. Die Mongolen haben ein eigenes Gift benutzt. Woher haben sie es? Ich weiß es nicht. Aber sie können es jetzt selbst herstellen. Sie haben es wohl an den Leuten von Qin getestet. Bevor die Stadt verbrannte, sah ich Familien, die in Blutlachen lagen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Khotun Khan töten. Seine Armee ist jetzt in einer Festung an der Küste. In Izumi. Wir brauchen ein Sammellager in der Nähe. Ich schaue, was ich finde. Deine Sachen sind in der Truhe. Triff mich am Aussichtsturm, wenn du bereit bist. Ich muss Yuna finden. Da ist ein besserer Ausblick. Klettere hinauf und sieh hinüber zum Berg. Ein Versteck. Irgendwo beim Berg. Die Yogaku-Pagode. Geschützt, verteidigungsfähig und in unmittelbarer Nähe zur Festung des Khans. Da wäre nur ein Problem. Die Mongolen besetzen sie. Das lässt sich beheben. Auf zu den Pferden. Was ist mit deinem Pferd? Auf der Flucht. Schossen die Wachen auf uns. Sie töteten Kage. Tut mir leid. Dann müssen diese hier halten. Vorerst. Herr Lutz!
Diese Menschen aus Kin? Ich weiß nicht. Die Mongolen brannten viele Städte nieder. Hätten wir nur ihre Armee verfolgt, statt einander zu bekämpfen. Wieso hast du dich deinem Onkel ergeben? Ich konnte dich ihnen nicht überlassen. Mein Onkel brauchte einen Sündenbock. Und ich war seine erste Wahl. Er wollte mich nur beschützen. Gemäß seiner Pflicht vor dem Shogun. Ich ergab mich, damit du nach Norden fliehen und den Khan verfolgen konntest. Shimura ist sehr nah, sich gegen dich zu wenden. Für ihn war ich wie ein Sohn. Ich habe seinen Traum zerstört. Indem du das Richtige tatest. Recht zu haben macht nicht immer alles besser. Sag das denen, die du gerettet hast. Wenn wir den Khan töten und die Mongolen verjagen, besteht die Chance, dass dein Onkel dir vergibt? Als ich noch jung war, wurde Shimura mein Vater, mein Sensei, meine ganze Welt. Ich wollte ihn nie enttäuschen. Ich muss darauf hoffen, dass seine Wunde heilt. Was auch geschieht, seine Vergebung ändert nicht, wer ich bin. Er glaubt, ich hätte dich verdorben. Ich traf meine eigene Wahl. Es hat mich viel gekostet. Doch ich würde es wieder tun. Selbst wenn der Shogun mich als Verräter brandmarkt. Wir sind fast am Yogaku-Tempel. Es gibt ein Fischerdorf am See. Von dort könnten wir das Tempelgelände ausspähen. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Der Wald hier ist sehr dicht. Gute Deckung. Für uns und für die Mongolen. Der sicherste Weg zum Tempel ist vielleicht durch offenes Gelände. Oder einen gefrorenen See. Sie haben Gefangene. Sie werden erfrieren. Wir befreien sie, säubern das Fischerdorf, dann erobern wir den Tempel. Eine Signalkanone. Um den Tempel vor Angriffen zu warnen. Umgekommen. Mongolen-Bastarde. Schrecklich.
Kingdwing! Ямар нэг юм харв уу? Тэд хоригддаг бүл байна. Was wollt ihr denn? Das wird gehen. Ich bin niemand. Herr Tenbaga, jo. Jumal, glaubt ihr hat, ich steh vor Gummstar. Füße, Hanoi. Von Lannik. Was wollt ihr denn? Warum tut ihr das? Bitte lasst mich gehen. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Wir arbeiten uns hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Das waren alle hier. Der Tempel ist besser geschützt. Ein Ansturm wäre unklug. Sehen wir uns das mal genauer an. Yeah.